diese Warnung nicht beachtet, macht sich strafbar. Was hat der hier? Wurfsterne und eine Waffe, die 31 Schaden macht. Ja, toll. Da fühle ich mich beschenkt. Das ist wie wenn man zu Weihnachten Socken kriegt. Oh ja. Keiner mag's. Ja, vor allem als Kind, ne? Denkst du, Weihnachten, Weihnachten. Was, ein Pullover? Nö. Ach, wir werden draußen erwartet. Hier, die Entwürfe. Wunderbar. Du bist viel verlässlicher als diese Säufer. Rais wartet auf dich. Vielleicht können wir ja mal wieder zusammenarbeiten. Das will ich nicht hoffen. Da erwidert er gar nichts drauf. Okay. Welcome, Friend. Ja, ja. Zeigt mein Mitleid. Sehen Sie das als Schwäche an. Ach, ist er schon wieder am Metzeln? Gib mir den kleinen Finger. Nehmen Sie die ganze Hand, verstanden? Ich gebe dir ein Dach, Brot, Frauen, Munition. Und du bist unfähig, diese simple Aufgabe zu erledigen. Frauen? Wo? Ich sollte euch alle in die Arena schicken. Ah, der Lakai des Turms. Hast du was für mich, Freund? AIDS. Ja, hab ich. AIDS, gib mal her. Und jetzt gib mir, was du mir versprochen hast. Hey, zwei Kisten AIDS. Antizin. Wehr dich nicht. Deine Treue zum Turm ist nur blinder Gehorsam, Crane. Feige Unterwerfung vor falschen Hierarchien. Ich will einen runterholen. Du befolgst ihre Regeln so gedankenlos wie meine. Wie ein braves, kleines... Aber wir hatten einen Deal. Deine Leute brauchen Antizin. Dringender als je zuvor, schätze ich. Aber... ein Mann, der den Regeln eines anderen folgt, ist kein Mann. Hier. So viel kannst du haben. Na toll. Du hast mir zwei Kisten versprochen. Das sind nur 5 Ampullen. Willst du mehr, kann ich dir was anbieten. Die Sportlerin, der Skorpion, Jade Aldemir. Sie ist eine von euch. Bring sie mir. Ich habe eine Arena, wo Leute zu meiner Unterhaltung kämpfen. Ich will, dass der Skorpion für uns kämpft. Mich würde brennend interessieren, wie lange jemand ihres Kalibers durchhält. Was? Ich... nein, vergiss es, das mache ich nicht. Ich höre Unsicherheit in deiner Stimme, Crane. Du hast noch nicht entschieden, das weiß ich. Willst du ein Hündchen sein und die Turmbewohner retten? Oder ein Mann und die Jungfrau retten? Geh, denk darüber nach. Tschüss, du wandelnde Pisslache. Das war gar kein AIDS, du Penner. Weg. Ja, er ist nicht sehr freundlich. Komm bei mir vorbei, wenn du zurück bist. Ich hab hier was für dich. Nein, nicht wirklich. Das sind so die Situationen, wo man ihn am liebsten... ja. ...irgendwas quer durch den Kopf jagen kann. Ja, also meine Leute im Turm, die brauchen das Antizin so dringend wie sein Arsch einen Tritt. Ach, Tia-I. Was macht ihr denn alle hier? Habt ihr kein Zuhause? Ich glaube, damit habe ich sie moderat erbost. Ah. Das will mich beißern. Macht Bekanntschaft mit Mr. Doc und Mr. Martens. Zombies sind blöd. Jetzt rappelt's aber im Karton. Und es bummelt im Oberstübchen. Verdaut's. Ist halt toll, wenn die einem auch so eine gute Vorlage liefern, wie die zwei hier. Haben wir nicht ein schönes Ornament aufgebaut? So. Kletter. So. Hier läuft doch einer. Oh. Mal gucken, was die GIE-Jungs sagen. Oder das Mädel. Crane hier. Bericht. Ich arbeite nicht mehr mit Rais zusammen. Er wollte, dass ich Jade Aldemir entführe und ihn bringe, damit er sie in seiner Arena kämpfen lassen kann. Ja. Und?
Das ist alles? Was soll das heißen, das ist alles? Ich bin doch kein Menschenhändler. Sie haben wohl vergessen, wie viel von dieser Datei abhängt, Crane. Wenn Rais ein Mädchen will, geben Sie es ihm. Sie können ja auf sie aufpassen, oder? Was zum... Wie können Sie... Was für eine beschissene Hilfsorganisation seid ihr eigentlich? Und überhaupt, wenn diese Datei die Welt retten kann, wieso muss sie dann geheim bleiben? Wir zahlen Sie nicht für Insubordination, Crane. Machen Sie's. Ich glaube nicht, Wilma. Ach, fick dich, du Arsch. Auch richtige Menschenfreunde. So, nun bleibt die Frage, bei welchem Quest machen wir denn jetzt weiter? Jetzt bringen wir mal das Antizin zurück, weil dann können wir wieder im Turm auf und können abfahren. Aber unterwegs, hier ist noch eine Sicherheitszone, da können wir auch noch was aufgabeln. Bonjour. Beim Jafar, das war ja, glaube ich, der eine, wo wir auch Schutzgeld abgeholt haben. Warnung an alle, Alfie hier. Wir haben im Turm kein Gas mehr. Und anscheinend geht's im Rest der Stadt genauso. Was ist passiert? Keine Ahnung. Jeff, unser Gasexperte, hat uns letzte Woche verlassen. Er war unersetzlich. Vielleicht kann ich ihn finden. Du musst ihn finden, und zwar schnell. Er soll sich eine eigene kleine Festung hinterm Bahnhof gebaut haben. Reicht es nicht, wenn wir aus den Toiletten Biogasanlagen bauen? Nee, scheinbar nicht. Okay. Oh, da oben ist ein Päckchen. Dann sollten wir da auch mal vorbeigucken. Ja, natürlich sind Reis-Typen schon da. Hier, verschwindet gleich in einer wunderbaren Rauchwolke. Schön durchgegart. Na, der eine hat sich vom Feuer befreit. Schade, dass man die nicht so wegkicken kann wie Zombies. Ah. Hätte er gedacht. So, was hat er dabei? Ein Hämmerchen. Belästigt er dich? Sollen wir ihn entfernen? Wasserrohr. Was für scheiß Waffen die dabei hatten. Yay, 26 Medikits. Was? Ich komme auch immer morgens auf die Brücke und mach bäh. Der perfekte Start in einen guten Tag. Weniger saufen. Stimmt, wenn man die Nacht durchgemacht hat, dann wankt man morgens auf die Autobahn. Ne? Ganz normal, ist mir auch schon 5-mal passiert. Die Straße sieht erstaunlich frei aus hier, wenn man die Biegung nach unten geht. Da unten läuft einer und der hat einen grünen Pfeil, die gleichen Klamotten an wie du. Oh, da Reichstypen, die welche gefangen halten. Da kann ich keinen Molotow einfach reinkloppen. Wäre wohl nicht so gut. So, jetzt dreht ich euch so lange in die Eier, bis ihr aufgebt. Tut das nicht weh? Nee, ich hab Stahlkappen. War das schon alles? Ich bin noch lange nicht fertig, Leute. Ah, jetzt, wo sie aber ein bisschen auf Entfernung sind, wenn wir die ein bisschen weglocken können, kann ich sie anzünden. So. Und den packen wir auch so. Na also. Flawless Victory. Hier oben. Erledigt. Ach, danke, mein Freund. Wärst du nicht auch gekreuzt, hätten sie uns zu Tode geprügelt. Ja, wir sind doch lieb. Wir retten alle. $109 hat er mir gegeben. Oh, neuer Überlebensrang. Ich hab einen Attentäter. Was hast du gekriegt? Ein verdammter Beißer! Ein Attentäter. Ah, okay. Och, wenn die meinen, sie müssen sich wieder mit den Zombies prügeln. Ja. So, hier gibt's einiges zu tun, so wie es aussieht. Was will denn der hier? Der sieht so sauber aus. So, die Haare so frisch hochgekämmt. Crane, du bist doch Kyle Crane, oder? Jo. Ja. Irvin Snowberg, Regisseur der Serie Ausgeweidet, das Zombie-Schlachtfest-Spektakel.
Ja, ist dir bestimmt ein Begriff. Klar. Nein. Die Filme sind sowohl Charakterstudien als auch Sozialkritik. Es geht in ihnen um Typen wie dich, die aus verschiedensten Gründen einen Haufen Zombies erledigen müssen. Aber die Produktionskosten sind ein Problem. Vor allem für das Make-up. Du weißt ja, verfaulte Schädel, abfallende Extremitäten, Blablabla. Heraushängende Gedärme. Und packt man dann noch Explosionen drauf? So eine Effektzünder kosten ein Heidengeld. Und darum bist du in Harran. Eine einzige Tragödie, klar. Aber hey, Horden von Untoten, die ich für ausgeweidet Vieh gefundenes Fressen in die Luft jagen kann und damit Kosten für Spezialeffekte spare? Klar bin ich hier. Jetzt brauche ich nur noch einen Waffennarren, der die Viecher reihenweise abschlachtet. Und da denke ich an dich. Wie ist das Scheißal? Zieh Leine! Okay, wir dürfen wohl mit der Schrotze rumballern. Und Action! 40 Infizierte killen, das packen wir, oder? Mach durch. Oh, da war eben Selbstmörder, vielleicht rennen da noch ein paar rum. Ja. Ah, hier auf dem Bahnsteig geht noch was. Hoppala. Was? Wer hat uns im Visier? Schnauze da hinten, wir arbeiten! Scheiße! Fehlgeschlagen? What? Cut! Das war ja grauenhaft! Willst du die Zombies fertig machen oder meinen Film? Ja, komm, das machen wir nochmal. Zum Glück kostet es mich nichts. Also können wir es nochmal probieren. Und Action! Es haben ja nur zwei gefehlt oder so. Scheiß dickbäuchige Selbstmörder. Oh, einfach drauf auf den Haufen. Ah, Mist! Ich glaube, ich verkack's gerade schon wieder. Was packen wir aber cut, doch? Cut, das muss cut, doch cut. Gehen. Das war ja grauenhaft. Willst du die Zombies fertig machen oder meinen Film? Zum Glück kostet es mich. Schnauze, Snowberg! Also können wir's so. Und Action! Oh, danke. Und Action! Hoffentlich haben die eine Dentalvorsorge. Diese Scheißrenner. Mist! Cut! Das war ja grauenhaft! Willst du die Zombies fertig machen oder meinen Film? Zum Glück kostet es mich nichts. Also können wir es nochmal. Lass uns nochmal machen und halt die und Klappe, Kruse. Also der Typ, der labert mir einfach zu viel. Hä? Rennen da Menschen zwischendrin rum? Na komm schon, Baby, führ mich zum Schotter. Na, das wird doch diesmal bestimmt was. Ja! Jawohl.
alles im Kasten. Meine Güte, das war das eindrucksvollste Spektakel sinnlosen Abschlachtens, das ich jemals gesehen habe. Du bist ein wahrer Künstler. Ja, ja. Wenn ich die nächste Szene vorbereitet habe, brauche ich dich wieder, okay? Hier ist dein Geld. $500. Naja, immerhin. Ja, und die Punkte, ne? Jo. Hier sind noch ein paar zum Quatschen. Hey, beruhigst du dich vielleicht erstmal, bevor wir reden? Aber sicher, mich beruhigen. Toller Rat, wirklich. Said, dein Problem ist gelöst. Yippie. Okay, dann hau ich eben wieder ab, du Arsch. Nein, geh nicht. Ich bin total gechillt. Also ich fertige diese Fackeln für Raiz, okay? Fackeln, so wie Signalfackeln? Nein, UV-Fackeln. Die Dinger in der Nacht können sie nicht ab. Wegen dem UV, verstehst du? UV steht für Ultraviolett. Ja, nee. Ist so ein Wissenschaftsdingsbums. Verstanden, UV-Fackeln. Und weiter? Nichts weiter. Mein Zink ist mit Fluor verunreinigt und damit unbrauchbar. Außerdem habe ich kein Terpentin mehr. Das ist nicht schwer zu bekommen, aber jetzt ist alles schwer zu bekommen. Und wenn Raiz-Männer kommen, um die Fackeln abzuholen? Männer? Psychopathische Neandertaler auf Drogen trifft es wohl eher. Was brauchst du, um die Dinger zu machen? Nur Zink und Terpentin. Alles andere habe ich. Alles, was ich brauche, liegt im Lager des Zugdepots. Nur kann jemand wie ich dort draußen keine 5 Minuten überleben. Überraschend, dass jemand wie du es überhaupt geschafft hat. Oh ja, ein Komiker. Haha, lustiger Mann, sehr lustiger Mann. Vielleicht kann ich dir helfen, aber in dem Fall will ich die Hälfte der Fackeln, die du herstellst. Die Hälfte? Niemals! Hast du ein Rad ab? Besser auf die Hälfte verzichten, als gar nichts behalten, oder? Na gut, stimmt auch wieder. Okay, gleich der nächste Auftrag, sehr schön. Und hier ist der Kurt, ohne Haare. Auto blocks die Exit. Hey, ihr sucht doch einen Kurier, oder? Ja, und zwar einen, der sich was traut. Jafar kann's dir im Detail erklären. Ja, okay. Warum sind wir da zu ihm gegangen? Es wirkt etwas redundant, dann hätten sie uns ja gleich zu Jafar schicken können. Chicken, ja. Der hat Flecken auf dem Hemd und ich glaube nicht, dass es Öl ist. Scheiße. Du schon wieder? Sag mal, was machst du hier? Bleib locker, ich bin nicht mehr bei Raiz. Eigentlich war das auch nur eine einmalige Sache. Zur Sicherheit des Turms und es tut mir leid. Ernsthaft. Tatsächlich? Sicher. Ich war und bin Brackens Mann. Du kannst jeden im Turm fragen, wenn du mir nicht glaubst. Also, was ist los, Jafar? Wir haben Raiz Funkverkehr abgehört. Eine seiner Crews hat auf der Baustelle irgendwas gefunden und war ziemlich aus dem Häuschen. Sie haben nicht gesagt, was genau. Aber es soll den ganzen Turm zum Einsturz bringen können. Jemand muss rausfinden, was es ist und das Zeug stehlen oder zerstören. Das bin dann ich. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den Job. Sie haben nicht gesagt, was genau. So, ich schmücke dann mal kurz über die Karte. Wer sollte den Job sonst übernehmen? Ach ja, willst du noch looten gehen? Looten? Du brauchst bestimmt noch was, ne? Guck mal hier vorne auf dem Platz. Ah, da liegen die Reste, hä? Hier spricht Jade. Es wird in etwa einer Stunde dunkel, Leute. Ihr solltet also zusehen, dass ihr euch auf den Rückweg zum Turm macht. Ach, macht der nicht in die Buchse, Jade. Wir sind für Akribie und Professionalität bekannt. Und für viel zu viel Looten. Uiuiuiuiuiui. Schön, schön, schön. Ist aber doch herrlich, dass diese Scheiße hier liegen geblieben ist. Kauf dir doch einen Beißring, du Gesichts-Picasso. Ja, genau, wenn mir langweilig ist, renne ich auch gegen die Wand. Beute, 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 Beute. Tralala. Jede Menge davon. Und hier, das Auto geht auch noch auf und hat Zucker und Müll dabei, bei mir. Immerhin, jetzt können wir uns Zuckerwickel basteln. Spraydose und Stromkabel. Jetzt können wir Bömmchen bauen. Und hier sind Chemikalien. Ach Gott, und hier in der Werkstatt ist auch noch Zeug. Oh, aber einmal schweres Schloss knacken, vielleicht sogar zweimal. Und schon offen. Ja, dann mach mal.
Ah, das ist kein linksdrehender Schrank diesmal. Er ist rechtsdrehend. Kosmetika und 173 Dollar. Edelstahl. Auch nicht schlecht. Moha. Grübel, Grübel. Bahnhof, Bahnhof, Bahnhof.